So, hallo Gordon, wir sind auf dem Symphony Summit in Hamburg am 10. September 2013. Also vielleicht kannst du dich vorstellen, für welche Firma du arbeitest. Und ja. So. Also mein Name ist Gordon Franke, ich arbeite für die SAP AG in Wildau, das ist in der Nähe von Berlin. Und ich organisiere halt die Berliner User Group. Und wir sind halt eine der aktivsten neben Hamburg und ja, okay. Immer ganz nett bei uns. Ja. Und ist es besonders aktiv da und was sind es für Leute, die zur Symphony User Group kommen? Also es ist komplett gemischt, von Anfänger bis hin zu langen erfahrenen Leuten, die schon ewig bei Symphony mit dabei sind. Meistens sind wir so 50 Leute, ja. Machen das in der Regel einmal im Monat und haben aber auch einen regelmäßigen Stammtisch, der alle zwei Wochen bzw. eigentlich jede Woche stattfindet. Ja. Und da kann im Prinzip jeder kommen. Okay. Also 50 ist ziemlich viel. Also das ist ja. Sehr aktiv, hört sich das an. Und also in welchem Format? So ein Stammtischformat macht ihr das? Oder mit Sessions? Der Stammtisch ist jede Woche und einmal im Monat ist halt wirklich ein Meetup. Ja. Mit bis zu 50 Leuten. Problem ist halt immer, einen Raum zu finden, der groß genug ist. Ja, und ja, kann ich mir vorstellen. Bei 50 Teilnehmern ist das... Ja, bei 50 ist es schon ein Problem, ja. Es gibt dann auch immer was zu essen und was zu trinken und meistens wird es halt von irgendeiner Firma gestellt. Mhm. Ja. Das nächste wird wahrscheinlich im Oktober stattfinden bei Itembase, aber ist noch nicht konkret. Und ist das durch Sensio unterstützt oder also dann... Ja, Sensio unterstützt uns halt mit Speakern. Mhm. Das heißt, wenn gerade jemand von Sensio in Berlin ist, dann kommen die auch mal vorbei, halten einen Vortrag. Weil es halt auch neben der Raum... Findung ist es meistens auch noch ein Problem, Speaker zu finden, die Vorträge halten. Ja. Yeah. Genau. Okay. Und was sind es für andere Unternehmen, die das unterstützen mit Räumen? Also, was haben Sie für ein. Wieso machen Sie das? Was haben Sie für also, Interesse? Das Interesse der Firma ist ganz klar, dass sie halt in die Community reinkommen, die Leute kennenlernen, auch die Core-Entwickler, die Bundles schreiben und somit natürlich viel mehr Austausch haben und halt auch ihre Firma auch vorstellen können. Also, wie sieht der Arbeitsplatz aus, wie ist die Atmosphäre in der Firma, weil im Prinzip alle Firmen suchen Leute und die beste Möglichkeit. Ja, okay. Und für dich persönlich, dein persönliches Interesse daran? Persönliches Interesse ist eigentlich nur, dass ich selber die Leute meistens alle privat auch kenne und es ist einfach eine Möglichkeit, sich mal wieder zu treffen und sich zu unterhalten. Ja. Ja, eine tolle Sache. Und dann zum Symphony Summit, du bist nur heute hier, glaube ich. Genau, ich bin nur heute hier. Und Sam, was für einen Workshop hast du besucht? Welches Thema? Ich besuche jetzt den DocLine-Workshop, einfach zur Wissensauffrischung und auch um die neuen Features für 2.4 kennenzulernen. Ja, genau. Und was ist DocLine? Kann man DocLine, das in einem Satz erklären? DocLine ist ein ORM-Mapper, der es quasi ermöglicht, von Objekten aus auf die Datenbank oder mit der Datenbank zu kommunizieren. Okay, gut. Und gibt es eine Sache, die du besonders interessant gefunden hast? Irgendwas Bestimmtes, was du gelernt hast? Ja, also das meiste kannte ich schon, aber es gibt zum Beispiel eine Funktion, die heißt GetReference, womit man nicht unbedingt einen Datenbank-Call machen muss, um eine Entity zu löschen. Ja, okay. Und eine letzte Frage, bevor ich dich zurück zum Nachtisch hole. Hast du tolles Essen hier. Bei der User Group in Berlin, gibt es ein Thema, was besonders immer wieder kommt? Also, das Thema, was halt am meisten nachgefragt wird, sind halt Formulare. Das heißt, die Formularkomponente von Symphony ist halt ziemlich komplex und hat halt auch ein paar Macken und da ist halt immer das größte Interesse und auch die meisten Fragen diesbezüglich. Ja, Formulare. Okay. Ja, sehr interessant. Vielen Dank und viel Spaß noch bei dem Symphony Summit. Danke. Ciao.